Topgas, was ist los? Was sagen Sie? Sie wollen Kontakt aufnehmen, immer noch. Der antwortet Ihnen. Ja, aber was denn? Kontaktaufnahme gestattet. Eine Meile Abstand. Heft die Hauptsegel, Ruder 2 Punkt Steuerbord. Dann wären wir nicht bei. Das haben wir ihn am Ende komplett leser als unter uns. Und wenn die Sache schief geht, nun gut. Also mit einer Meile wird das aber nichts mit den Unterschriften. Ja, Sie können die Disken ja rüberwerfen. Das sind doch Bohrwaffen. Wenn Sie übersetzen wollen, nehmen Sie Ihr Beiboot natürlich. Das ist eine Talucke. Wir sollten deutlich mehr Mannstärke auf unserem Schiff haben. Ich denke, wir könnten es auch riskieren, mit ihnen anzulegen. Wir sollten vorsichtig sein, das sind Piraten. So ist es. Aber mir, ihr habt den Mann gesehen, er war vor Kunchom dabei. Er ist ein Pirat. Technisch gesehen ist Sani noch einer. Und ich habe gehört, dass Kapitän uns... Der Kapitän hat euch gerade einen Befehl gegeben bezüglich einer Kampfsituation. Könntet ihr das jetzt einfach ausführen und das nicht diskutieren? Also meine Güte, das wundert mich nicht, dass die mittelreichischen Schiffe alle sinken, wenn das eure Moral ist. Ja, fürchterlich. So. Jetzt. Kapitän, was machen wir? Wir setzen... verringern die Segelgeschwindigkeit und lassen sie auf eine Meile herankommen. Sie können dann übersetzen per Beiboot. Sehr gut. Segelgeschwindigkeit rausnehmen, wir lassen sie rankommen. So verstanden! Oh, ist das nicht schön, wenn hier eine Ruhe herrscht? Ah, mir gefällt das. Ihr könnt weiter dabei zusehen, wie die Maraskaner mit einem Schiff weiter auf euch zufahren. Es ist allerdings nicht die Tiger, sondern eines der anderen Schiffe. Wahrscheinlich, wenn ihr weiter ranfahrt, könnt ihr das auch erkennen. Der Weltendiskus kommt heran. Während die Tiger und Ros Langer Arm weiter auf die Perlensee zufahren. Es gibt zahlreiche Enttäuschungen, vor allem bei den Maraskanern, als sie dann noch erkennen oder die Sachen so weitergegeben werden, dass sich die Tiger selbst eurem Schiff nicht nähert. Wenn ihr selber dann die Befehle gebt, die werden so auch über Flaggensignale weitergetragen, könnt ihr erkennen, dass die vor eine Meile vor euch nicht Halt machen, sondern weiter auf euch zufahren. Sie haben zwar nur noch halbes Segel, aber sie werden nicht auf einer Meile Entfernung Abstand bleiben. Captain, Warnschuss? Jetzt ein Schuss, 200 Schritt vor dem Bug. Wir können nur bis 500 Schritt schießen. Das wird also nicht mehr effektiv, aber einen Warnschuss können wir abgeben. Das sollte reichen. Topgas signalisiert Stopp. Oder wir schießen. Ja, signalisiere. Ja, ihr könnt weiter dabei zusehen, wie sie auf euch zuhalten. Immer noch halbes Segel, auch wenn die Talucke nur zwei Segel hat, aber die sind dann eben nur halb gehisst. Trotz des Sturms kommen sie gut auf euch heran und selbst wenn die Kanonen im Vorfeld knallen, das Vorderkastell abschießt und auch die Rausrotzer eben gut 200 Schritt vor dem Weltendiskus einschlagen, werden sie nicht weiter abdrehen oder wenn ihr als Piraten provozieren sie weiter, fahren auf euch zu. Sie haben allerdings auch keine eigenen Kanonen, die sie ausgerichtet haben. Also sie haben wohl sicherlich welche an Bord, auch dadurch, dass sie schief liegen, aber sie fahren nicht von der richtigen Seite an euch heran und sie sind auch nicht in Alarmbereitschaft. Frage, welcherseits sind die? Das kannst du dir quasi aussuchen. Du kannst ja von links oder von rechts, von Lee oder von Luftseite ranfahren. Das wollte ich gerade sagen. Das ist dir überlassen. Ja, weil dann haben wir sie jetzt Luftseite. Bitteschön. Ja, könnt ihr machen. Captain? Sekunde. Gib mir das Fernglas. Gut, man soll mal durchschauen. Sind da Personen an Bord oder ist das eine Minimalbesatzung? Also wenn du so einen kurzen Blick durch das Glas erhascht, wirst du sagen, bei so einer zweimastigen Talucke 30 Personen an Bord. Also das ist nicht die Minimalbesatzung, da geht sicherlich noch mehr, da geht auch weniger, aber das ist eine gute Mannschaft, die auch noch weiter in den Segeln herumklettert. Und tatsächlich, wenn du jetzt auch weiter guckst, es sind nicht 30, sondern 32. Also das muss eine gerade Zahl sein und die ist in Einklang mit Rohr und Chor. Also es ist kein Brandschiff in dem Sinne? Nein. Die sehen nicht so aus, als ob sie sich gleich in die Luft springen. So, ja, dann einsorgen.
Der Brauch wäre es, jetzt ohne Zeremonie aus dem Wasser zu pusten. Ich schlage allerdings vor, dass wir ihnen ihre, sagen wir, maraskanischen Eigenheiten vergeben und sie ankommen lassen. Ich denke, wir sollten ein Zeichen setzen. Auf einer halben Meile kann ich ihnen das Hauptsegel zerschießen. Zerschieße in den Hauptmast. Das müsste reichen, um ihre Fahrt deutlich zu verlangsamen. Schafft ihr das? Ich setze mich selbst daran. Ja, ich bin sicher, dass wir die Verhandlungen sehr befördern. Ich denke, das war ein Befehl des Kapitäns. Wir signalisierten ihnen, sie sollen stoppen. Sie taten das nicht, also müssen sie mit den Konsequenzen leben. So sehe ich es auch. Ei. Oh, in Alanfa werdet ihr willkommen, Avelmir. Wir sollten es uns nicht mit Gottners Hahn verscherzen. Ich gehe mal unsere Magier holen. Nur für den Fall, Captain, dass die Verhandlungen scheitern, sollten wir es vorziehen, sie ziehen zu lassen und selbst unsere Wege zu gehen. Nun, sie wollen uns nicht ziehen, sie kreuzen uns, wie ihr seht. Sie scheinen uns auch nicht entern zu wollen. Warten wir so. Ja, Diamantes, dann schießt doch einfach mal. Ja, ich begebe mich aufs Batteriedeck an die mittlere, schwere Rotze, die wir da haben. Lasse die Geschützmannschafter, die da bisher noch bereit an der Rotze standen, zurücktreten. Und stelle mich dann an die Rotze. Ich schieße auf Maximalentfernung, deswegen nutze ich meinen schönen Vorteil, den Talentschub Belagerungswaffen. Ja. Das heißt, ich darf vorher eine Probe drauf würfeln, wenn ich kurz finde, wo ich das denn eingetragen habe im Fantasy Grounds da. Genau, also Talentschub kostet dich natürlich im Kampf, also wir sind ja nicht in Kampfrunden. Drei Aktionen. Genau. Das sind nämlich drei Aktionen, ist dafür irrelevant. Und das heißt, ich kriege eine 10er Erleichterung auf meine Probe. 10? Ja, 10, meine Punkte, die ich über habe. Gute Güte. So, wo finde ich denn Belagerungswaffen hier? Ist ein Kampftalent, glaube ich. Genau, ist ein Kampftalent, da kannst du mal gucken. Ja, hab's. 28 ist eingetragen, das. Ich habe eine Spezialisierung für Rotzen, das heißt, da kommen noch zwei Punkte rauf. Und eine 2 Erleichterung wegen Geschützmeister, 2 Erleichterung wegen Entfernungssinn. Ich würfel einfach mal. Ja, da müssen wir nicht groß drum rechnen. Ich zähle aufs Hauptsegel und das wäre auf jeden Fall getroffen. Ja, dann richtest du gegen ein Schiff. Du richtest es ja nicht gegen ein Einzelwesen. Du richtest du Strukturschaden an mit deiner mittleren Rotze 1, W6 plus 5. Stimmt, ich hätte eine Ansage reinmachen sollen. Auf die Reichweite sind es 500 Meter, laden 80 Kampfrunden. Du verlierst, glaube ich, ein oder zwei Punkte Schaden. Kann ich neu würfeln und mir vorher eine Ansage reinpacken? Nein. Oder ist jetzt zu spät? Okay. Du kannst in 80 Kampfrunden neu ansagen. Oder einfach zur nächsten Rotze wechseln. So, wie viel Schaden mache ich jetzt? 1W6 plus 5 gegen Strukturschaden. Eine Härte hat ein Segel nicht, weil du hast auf das Segel gezielt. Eigentlich wollten wir auf den Mast zielen, aber... Ja klar, auf Hauptmast. Auf den Hauptmast, okay. Den auf die Entfernung zu treffen, ist aber... Okay, eine 3 gewürfelt. Ja, doch, tatsächlich. Also mit einer 3 ist auch das drin und du kannst tatsächlich dann auch den Hauptmast zerschießen. Müsst jetzt die Härte von dem Mast nachgucken, aber... So ein Mast ist für gewöhnlich verstärkt, also mit einer Kugel bricht er vermutlich nicht. Also es gibt ein lautes Knacken und die Takelage kommt runter. Sie sind eben mit halbem Segel gefahren und du nimmst deutlich Geschwindigkeit raus. Sie haben aber halt noch das Vordersegel und es gibt, während du geschossen hast, auch laute Rufe jetzt vor allem auch über dir und du kannst bedrohliches Knurren und maraskanische tulamidische Verwünschungen hören von euren eigenen Mokiji Marasna. Hasswolf, hilf mir mal, sorg hier für Ordnung! Fremde G! Du Ungeschaffener! Topgas signalisiert noch einmal! Voller Stopp! Signalisiere! Ich hoffe, Sie haben es jetzt gelernt. Der zweite Schuss wird besser sitzen. Das wird Ihnen das Segel nehmen, wenn es dann überhaupt zum zweiten Schuss kommen muss. Bist du wieder hochgekommen? Ja, klar. Okay. Nachdem ich einmal geschossen habe, bin ich wieder hochgekommen. Sonst könnte ich nicht reden. Ja, dann, wie gesagt, ihr habt nur noch
grob jetzt 300 Meter Entfernung, 200 Meter und sie nehmen jetzt sämtliches Segel raus. Also auch aus dem Vorderkastell, beziehungsweise auch aus dem vorderen Mast und würden dann eben noch mit der restlichen Geschwindigkeit und mit den Wellen würden sie dann irgendwann neben euch ankommen, wenn dann alle Segel draußen sind. Würden wir sie willkommen heißen? Was ist los? Warum habt ihr nicht gehalten? Ja, deine Rufe gehen im Wind unter, noch sind sie nicht ganz da. Du rufst und rufst. Magisch verstärkt könnte das natürlich was werden. Die Torwalle haben solche Zauber, aber mit sowas gibst du dich natürlich nicht ab. Verdammt. Wir müssen wohl ein wenig warten noch. Ja, vielleicht sollten wir noch was essen. Eddie, du musst doch Pfannkuchen. Es ist nicht die Zeit für Essen jetzt. Ah. Der Raffi würde auf das untere Deck gehen, wo die Mittelreicher ja schon Aufstellung genommen haben, selber seine Waffe in der Hand nehmen und die anschauen. Wenn der Captain es befiehlt, stürmen wir das Ding. Bringt die nicht um. Außer die wehren sich, dann bringt sie natürlich um. So verstanden. Ich würde mit dem Fernrohr auch nochmal den Horizont absuchen, ob die beiden Schiffe sich immer noch weiter entfernen, die anderen beiden Schiffe, und ob sich sonst wo Schiffe aus dem von Landseite nähern, vielleicht aus irgendwo verstecken. Ja, beide Schiffe drehen mittlerweile bei. Und du kannst sehen, dass die in die ruckeln jetzt ein bisschen rum und singen jetzt wohl auch nach Kampfbereitschaft aus. Also das dauert zwar noch ein bisschen, sowohl dass sie bei euch sind, als auch dass sie dann in Kampfbereitschaft sind, aber auf euren Angriffen gehen die beiden jetzt Informationen. Und das könnte tatsächlich gut, ein Schiff nehmt ihr raus, aber gegen zwei schnelle, wendige Talucken mit erfahrener Piratenbesatzung könnte das tatsächlich extrem kritisch werden. Sind die jetzt gegen oder mit dem Wind? Oder andersrum gefragt, wie sind wir jetzt? Aktuell seid ihr wohl, der Wind kommt von der Küste. Ihr seid so ein bisschen längsseitig gegangen, also er fegt euch von der Seite in die Segel. Müsstet ihr auf alle Fälle drehen. Sorry, worauf ich hinaus will, ist, wie effizient... Okay, die kommen gegen den Wind, das wollte ich, wir brauchen also eine Weile. Ja. Gut. Captain, ich schlage noch einmal, rate noch einmal zur Besonnenheit und schlage vor, es uns nicht mit Gottners Hand zu verscherzen. Nun, der Mann weiß viel über Hafax-Operationen in der See und wir könnten zumindest Informationen brauchen. Was schlagt ihr vor? Wir reden freundlich mit Ihnen. Wenn Sie sich also sehr über den Mast beschweren, geben wir Ihnen einen neuen. Lassen wir sie ziehen. Heda, Framdigis! Was ist los? Heda, das Leben ist schön! Die Welt auch! Ja, besonders schön! Warum greift ihr uns an? Warum haltet ihr nicht an? Wir haben euch signalisiert zu stoppen. Wer sind wir, dass wir auf euch hören? Maraskana vielleicht. Dann müsst ihr mit leben. Ihr dürft mir nicht folgen. Woran würde ich aussortieren? Ja, was wollt ihr? Zar schenkt dir ein neues Leben. Ich habe gefragt, was ihr wollt. Habt ihr Wurzelzeichen gesehen? Nein. Von wo kommt ihr? Seht ihr unsere Flagge? Habt ihr keine Augen im Kopf? Zorgan? Janka. Janka ist befreit. Der Malmer ist tot. Die Passage ist sicher. Ja, kleine jakanische Flagge, Bruderschwester. Was redet ihr für Unsinn? Dann blickt hoch. Was haben wir am Mast? Janka hat jetzt ein neues Wappen. Ah, okay. Wir müssten jetzt am Mast haben, ich nehme an, es ist der Malmer und etwas Katziges. Möglicherweise ist es ein Panther. Bruder, Schwester, ihr redet Unsinn. Also, nochmal ganz von vorne. Wir haben Janka befreit, wir haben den Malmer erschlagen, wir haben das mittlerweile, gerne. Du kannst sehen, wie zwei Enterhaken rübergeworfen werden und sie sich ranziehen. Wir haben das gerne für euch gemacht, dafür müsst ihr euch jetzt nicht bedanken. Bruder, Schwester, lass mal eine Planke runter. Lass mal Klatsch austratschen. Das machen wir. Wo ist euer Kapitän? Ich rede nur mit ihm. Ihr bleibt dort, wo ihr seid. MDG! Euer Kapitän oder sonst keiner. Abemir, erinnerst du dich noch, als wir das erste Mal übergefahren sind, wo wir mit diesem Raffin gefahren sind, wo ich am Anfang etwas unrühmlich aufs Deck gekotzt habe?
Ja, was wollt ihr sagen? Da haben wir doch auch einen Maraskaner getroffen. Und da haben sie auch so eine Planke rübergelassen. Und die sind zur einen Seite und zur anderen Seite. Ich glaube, das macht man so. Es ist unter Maraskaner ein guter Brauch. Ja, und ich denke, für unsere Mannschaft würde das auch sie motivieren. Na, dann lass deine Planke runter. Ja, die Planke wird runtergelassen. Und ihr könnt sehen, wie die Piraten jetzt auf euer Schiff rüberwuseln und anfangen, Klatsch auszutauschen. Ihr könnt sehen, wie alle an Bord gehen. Werden natürlich von euren Gardisten, von euren Soldaten natürlich auch misstrauisch beäugt und begleitet. Und ihr könnt hören, wie sie jetzt anfangen, Klatsch auszutauschen. Und zwar mit dem Wichtigsten zuerst. Sie haben gerade ihr Hauptsegel verloren und ihren Hauptmast ist angebrochen. Das ist natürlich selbstverständlich. Jeder hat das gesehen, jeder hat das gehört. Aber es ist der neueste Klatsch und der muss ausgetauscht werden. Kann ich mich in der Verwirrung an Bord deren Schiffes stehlen? Also du kannst rübergehen auf die andere Seite, klar. Das interessiert die gerade nicht. Dann wandere ich da eine Weile rum, bis ich so, I don't know, die Kapitänskajüte finde. Ja, es ist wie gesagt eine leere kleine Talucke, zweimastig, und das Steuerruder ist auch verlassen, also es wurde irgendwie gesperrt, da ist irgendwie so ein Sperrholz eingelegt, damit man dann eben das Ruder nicht bewegen kann. Die Enterhaken sind verknotet mit eurem Schiff und der Kapitän ist wahrscheinlich auch drüben. Zweimast-Talucken hatten ein Hüttendeck, oder? Ein kleines, ja. Okay, dann wird da die Kajüte sein, dann gehe ich einfach mal rein und suche nach seinem Logbuch. Ja. Und dann, wenn das irgendwie rumliegt, ich werde jetzt nicht die ganze Kabine durchwühlen, halt wenn das in irgendeiner Schublade oder auf irgendeinem Tisch rumliegt, blätter ich da mal kurz durch, die letzten paar Einträge und dann komme ich wieder. Ja, würfel mal Hauswirtschaft, Verwaltung oder so? Ja. Oder fällt dir was anderes ein? Es gibt keine Staatskunst, weil da gibt es Verwaltung. Nee, es ist kein Staatskunst. Seefahrt, ja, es ist eine Seefahrt mit Spezialisierung, Kapitän würde zählen. Ich wollte gerade sagen, Kapitän, ja. Das scheint mir tatsächlich zu zählen. Ich erschwere es dir, weil es ein thulamidisches Logbuch ist, aber ich kann Thulamidia. Sie sind aufgebrochen vor wenigen Tagen aus Boran, gemeinsam zu dritt. Wollten wohl Dämonenarchen jagen und haben vor 5 Tagen eine gefunden. Und zwar die Borkenkäfer. Okay. Da steht nichts über ihr Ziel und sie haben auch keine Ladung, nehme ich an. Keine Ladung, keine anderen Schiffe aufgebracht. Derweil unglaubliches Chaos, friedliches Chaos, wunderschönes Chaos an eurem Schiffsdeck. Überall könnt ihr sehen, wie Disken ausgetauscht werden, hier und da und unterschrieben, auch wenn es nicht Kottnas Hahn selber ist. Aber immerhin fährt der jetzt mit 2 weiteren Schiffen bewaffnet auf euch zu. Also der wird sicherlich auch gleich antreffen. Topgas, signalisiert, ich will den Kapitän sprechen. Den Admiral, wenn ihr so wollt. Ey du, Fremdigi. Ich bin Maurich. Ich bin der Kapitän und du hast mir meinen Segel zerschossen. Und du hast unsere Flaggensignale missachtet. Ja, aber wir sind Piraten. Was sollen wir auf eure Flaggensignale achten? Und wir sind keine Piraten und wir schießen auf euch. Dann bist du ein Feind, Fremdigi. Ich bin kein Freund. Ich sage, du bist ein Feind. Ich bin ein Feind, weil ich auf euch schieße. Ey, Boranjit. Hab gerade mit dem Kapitän gesprochen. Er ist jetzt ein Feind von uns. Ach, dieser Maraskaner. Hey, Rajit, hast du das Neueste gehört? Maurich ist jetzt der Feind vom Kapitän. Also, ihr hört nicht auf die Signale. Was sollte ich sonst tun? Euch uns rammen lassen? Glaubt ihr wirklich, dass wir euch rammen? Mit unserem Schiff? Was wollt ihr dann so nah an uns? Mit euch reden! Klatsche austauschen! Dafür gibt es die Signale. Ja, aber reden ist wichtig, Bruder, Schwester. Reden. Ihr könnt mir doch nicht den Klatsch verwehren. Ich kann euch vieles verwehren, aber... Nun gut. Ja. Hey Zababa, hast du das gehört? Der Kapitän Fremdici verwehrt mir den Klatsch. Was? Boranjit, hast du das gehört? Maurich hat gerade Zababa erklärt, dass Herr Fremdici den Klatsch verwehrt. Okay, ich würde mal Gegengerüchte streuen, dass Abimir ein total toller Captain ist. Und wir beste Freunde mit den Maraskanern sind. Ja. Indem ich auf einen der Maraskaner, die hier... umstehen zugehe. Oh, habt ihr schon gehört? Unser Captain Abelmir, er ist jetzt auf einmal der beste Freund von den Maraskanern. Habt ihr das schon gehört? Neuestes Gerücht. Er hat euch die Gerüchte austauschen lassen. Er hat die Planke runtergelassen. Würfel mal überzeugen.
Ja, alles klar. Es gibt, glaube ich, auch eine Spezialisierung dafür, ne? Lügen? Nee, es gibt überreden. Keine Ahnung. Ist das das überreden? Ich weiß nicht. Es gab überreden, aufwiegeln. Ja, aufwiegeln. Ja, gut. Ist das über. Also, es gab eine richtig gute Talentspezialisierung, die da, glaube ich, für passt, aber die 10 Sternchen sollen mir reichen. Also, Gerüchte: A, sie haben noch nie in ihrem Leben einen Zwerg gesehen. Und B, es sind Gerüchte, die neu sind und zwar so neu, dass man sie noch nicht kennt. Und dementsprechend kannst du sehen, jetzt überall fangen sie an zu ploppern. Und die Gerüchte von Abel, mir, dem Maraskana-Freund, werden so ein bisschen überschwappen, wie so eine Welle über die anderen Gerüchte. Ich denke, Janan kommt dann auch irgendwann vom Schiff zurück. Ja, ich möchte gerne einmal, ich gehe nach drüben und schau mir mal deren Mast an. Ja, saubere Arbeit, die Diamantis da verrichtet hat. Also, er ist nicht abgebrochen, aber er hat so einen richtig ekelhaften Knick zur Seite. Und da muss man wohl mit vielen Planken gegenhämmern, nageln und reparieren. Und gerade wenn die jetzt in diesen Sturm vom Perlenmeer reinsegeln, dann wird das wohl nicht mehr funktionieren. Ja, scheiße. Die anderen beiden Schiffe der Maraskana, also Kotnas Hahn, sind wo in geschätzt 10 Minuten da. Ja, ich würde mir mal irgendeinen vor den Mittelreichern schnappen. Hey, hol mal unseren. Ja, die Zwergin hier, also die weibliche. Angroschminia, ja. Das also ist der Name, sehr gut. Sag ihr, sie soll Holz mitbringen und ein paar von unseren Handwerkern. Ich zimmer das Ding wieder gerade. Jawohl, mein Herr. Laufschritt. Eine Minute später kannst du sehen, wie Angroschminia mit dicken Planken, Hammer, Nägel und Lahalkasch ist ebenso mit dabei und 3, 4 von den Zimmermännern und Männern, Frauen und Gesellen, die dann ebenso auf dem anderen Tisch, auf dem anderen Schiff stehen. Die Piraten scheint das nicht zu interessieren. Die sind gerade am neuesten Klatsch. Die sind auch gerade damit, die zeigen auf die Leute: Hey, hast du schon den neuesten Klatsch gehört? Die reparieren unser Schiff, Bruder, Schwester. Jalan steht neben dir irgendwo, hat das Logbuch in der Hand und liest gerade ein bisschen drin. Angroschminia, also ich, so gut bin ich ja nicht, was solche Masten angeht, aber kriegt ihr das hin? Tja, das krieg ich wohl hin, ja. Wie ist der Zeitansatz? Am besten gestern. Okay, hab ich mir fast gedacht. Bis gleich. Sie klettert da oben. Lahalkasch ebenso. Und beide würden dann den Mast versuchen zu reparieren. Ja, kann man die irgendwie unterstützen? Du kannst natürlich mit nach oben klettern und Holz anreichen oder mithämmern. Dann geht's natürlich schneller, gerade wenn du so kräftig bist. Ja, Holzbearbeitungsprobe. Mach mal einfach mal eine Holzbearbeitungsprobe. Wenn du Pferdchen schnitzen kannst. Ja, ich wäre auch über aufs andere Schiff gegangen, hätte mir den Mast angeschaut. Und wenn die da anfangen hochzuklettern und zu reparieren, gebe ich auch mal eine helfende Hand. Ich bin zwar relativ stolz auf den Schuss, aber ja, reparieren kann man auch mit helfen. Ja, wer zerstören kann, der muss auch aufbauen. Aber mir. Ja, was ist denn? Die drei sind auf der Suche nach Archen zum Jagen. Wir hatten bis jetzt einen Zwischenfall mit der Borkenkäfer. Ich schlage vor. Nun, wenn die Reparatur hinhaut, schlage ich vor, wir geben mir noch ein Fass rum und sagen. Und gehen. Vielleicht können wir uns Informationen austauschen. Das auch. Jedenfalls wollen wir es nicht auf ein Duell mit denen rausholen lassen. Nun, wir haben einen gemeinsamen Feind. Das müssen wir ihnen klar machen. Währenddessen kommt Marcesca Palliger nach oben. Wie ich dem Klatsch vernehmen konnte, werden sie auf dem anderen Schiff Bordmagier haben. Es wäre also sinnvoll, jetzt Gallianum nach oben zu ziehen. Dann tut das. Sie nickt, geht ab und gibt einige Anweisungen, beziehungsweise sie unterhalten sich. Magistra Kohlrab stellt sich dann auf das Vorderkastell und sie bleibt dann hinten auf dem Achterkastell stehen. Habe ich euch richtig verstanden, Jala? Sie jagen Archen? Das hätte ich diesen drei kleinen Schiffen gar nicht zugetraut. Viele Archen sind eher auf der kleinen Seite. Man kann sie entern und relativ schnell ihr Nervenzentrum finden. In der Tat. Ihr Herz, ihr Zentrum. Nun, jedenfalls auch die Kleinen haben ein Herz, aber man kann es meistens von dem, was man dort Deck außen nennt, relativ leicht erreichen. Jede Arche ist anders. Sie sind individuell. Und dann sind dann noch die Archenlarven, die nun im Grunde übergroße Käfer sind.
Ihr meint die Borkenkäfer? Das sind keine Larven. Ihr wisst doch, noch damals in Helmenport. Ja. Ja. Darüber sollten wir hier nicht öffentlich reden. Nun, Punkt ist jedenfalls, nicht jeder einzelne Dämonenarch hat das Kaliber der Goldmorgen-Tarantel. Sollte dieser auftauchen, sind vermutlich auch wir verloren. Nun, ich denke, es hat auf jeden Fall Priorität, auch diese kleinen Archen zu erwischen, denn aus kleinen Archen werden irgendwann große. Aber lasst uns abwarten, ob ihr Admiral? Ob ihr Admiral diese Sache erwähnt. Oh, habt ihr schon folgendes Gerücht gehört? Der Sohn von Lagidia hat sich mit dem Freund von Eligogia auseinandergesetzt und sie haben wohl letztlich um eine sehr, sehr hübsche Frau gerungen. Ich glaube, das war die junge Zagidia. Ja, Voltax hat das allergrößte Opfer gebracht. Er hat Wahnsinn gestreut und Wahnsinn geerntet.